So, und damit willkommen zu diesem neuen Video. Es ist wieder sehr doof gelaufen. Ich habe das Mikro von der GoPro verloren, um es kurz zu machen. Habe das Mikro dann aber auch nicht mehr gesucht, weil wir schon weitergefahren sind. Und dann hatte ich einen SD-Kartenfehler, muss jetzt die SD-Karte formatieren. Und letztendlich ist jetzt mein Intro komplett weg, wie es eigentlich im Plan war. Das heißt, meine schöne Begrüßung, mein Rad und so, alles, was ich gezeigt habe, ist weg. Und der Ton ist ab jetzt miserabel. Aber ich probiere mal das Beste daraus zu machen. Und ich spreche einfach ein bisschen lauter, probiere ein bisschen die Windgeräusche rauszufiltern. Ansonsten hier sind wir jetzt unterwegs, sind jetzt die ersten 17 Kilometer gefahren. Und wir haben wirklich schon echt sehr spät. Wir haben jetzt 6:15, sind um 5:30 sind wir losgefahren. Und haben jetzt noch vor, so bis 7, 8 irgendwie zu fahren und uns einen Schlafplatz zu suchen. Ansonsten, Wetter ist noch sehr gut. Seht ihr auch schon mal Daniel vor mir? Filmen uns jetzt gegenseitig. So, und dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Kilometer Nummer 24. Bis jetzt alles super, sind jetzt auf dem Ruhrtalweg, glaube ich. Ja, fährt sich sehr gut. Daniel und ich haben beide richtig Bock. Haben uns nur schon mal darauf geeinigt, dass wir noch mal zum Supermarkt fahren. Weil man weiß ja nie, ne? Also, ich kann immer essen wie so eine Scheune, wenn ich gerade unterwegs bin. Und da ist eigentlich kein Supermarkt vor allem sicher. Und deswegen einfach mal gucken. Am liebsten ist mir mein Lidl, bin ich am liebsten. Aber eigentlich geht auch alles andere. Und am besten sind natürlich so kleine Backteilchen oder so. Oder einfach Brot mit zum Beispiel Serrano-Schinken. Zum Beispiel mit Serrano-Schinken. Aber mal sehen, noch können wir ein bisschen fahren, noch ist es hell. Ja, ich glaube, da geht es nicht weiter. Ja, dann müssen wir wohl doch irgendwie andersrum. Sind wir jetzt ein bisschen umsonst hier rumgefahren. Aber was will man leider machen, ne? Kann ich immer Glück haben. Ja, aber schön. Ja, schön, aber es bringt uns leider echt nicht weiter, ne? So, wir sind jetzt in Hagen. Kenne ich überhaupt nicht aus, aber ist auch nicht so besonders schlimm. Ich hoffe, der Ton ist halbwegs erträglich. Ja, wir haben uns jetzt gerade echt ziemlich oft ziemlich viel verfahren. Beziehungsweise war immer wieder der Weg gesperrt. Haben wir natürlich mal wieder Pech, weil in der Zeit macht man natürlich keine Kilometer. Aber was will man machen, ne? Wir hätten gerade rechts reingemusst, ne? Und wie es der Teufel so wollte, während ich es gesagt habe, sind wir wieder falsch gefahren. Aber nicht schlimm. Ziehen wir da zurück und wir sind da. Ansonsten, Laune top. Wetter ist noch okay. Wir suchen, wenn noch, einen Supermarkt nachher. Aber mal gucken. Und ich hoffe natürlich, dass wir einen Schlafplatz finden. Das ist immer meine größte Sorge. Aber auch das wird man schon hinbekommen, denke ich mal. Und bis dahin fahren wir jetzt einfach weiter. Bis jetzt ist uns leider wirklich gar nichts auf der Tour gegönnt. Wir wollten gerade Pause machen und in einem Lokal was essen bzw. sonst was essen mitnehmen, Currywurst, Pommes. Ich gehe da freudestrahlend hin. Nee, Essen ist aus, machen sie schon nicht mehr, ist irgendwie für den Tag quasi gefühlt alles weg, was sie eingeplant haben. Und ja, hat sich das Essen leider erledigt. Wir wollten da richtig schön entspannt an der Ruhe Pause machen und gehe dann Currywurst, Pommes, Mayo essen, aber das wurde jetzt nichts und jetzt fahren wir doch erstmal weiter. Richtung McDonald's. Bitte, ich schäme mich dafür nicht, ich finde das lecker manchmal. Vor allem auch so Radtouren. Aber bitte verurteilt mich nicht. Und ja, danach heißt es dann wirklich Schlafplatz suchen. Wird schon langsam dunkel, also goldene Stunde hier. Und meistens ist danach dann nicht mehr lange, bis es anfängt zu dämmern. Und ich möchte natürlich möglichst noch mit ein bisschen Tageslicht das Zelt aufbauen. Ja, und jetzt heißt es Mecke suchen und dann essen, schlafen. Genau die Reihenfolge bitte. Wir haben jetzt 21.16 Uhr. Ich bin aber bei 46,9 Kilometer, ne? Ha? Ich habe 46,9 Kilometer. Ja gut, das bei mir auch schon einmal abgekackt. Ja. Schlafplatz sieht man nicht.